Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer hier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeschiff.de vorbei. Wenn du endlich rauskommen willst, auch aus zu langweiligen oder zu toxischen Beziehungen und überhaupt das alles dahinter mal, auch auf eine ganz ungewöhnliche Art mal verstehen willst, guck in mein neues Buch. Und ja, heute gibt es nochmal einen Take mit für den Prozess für Amber Heard und Johnny Depp. Gibt ja schon ein Video dafür, das verlinke ich auch nochmal. Hoffe, das Bohren hier im Haus ist nicht so schlimm, aber ich kann leider nicht drauf warten, dass da gar nicht gebohrt wird. Und ich bitte auch ein bisschen nachzusehen. Ich mache so viel Videos, weil ich auch so viele Mails kriege, auch viel mehr als von Männern. Ich weiß, ich konzentriere mich oft auf die Seite von Frauen, wenn die missbräuchlichen Beziehungen sind, aber es gibt eben auch Männer, und das triggert immer so einige an, dass auch Männer unter die Räder kommen können. Aber ja, ich nutze die Gelegenheit einfach mal bei diesem Johnny Depp Amber Heard Prozess. was jetzt heute passiert ist, dass die klinische Psychologin ausgesagt hat, die Frau Heard viele Stunden diagnostiziert hat. Ist auch mal interessant, dass man mal so einmal so richtig reingucken kann in so einen Fall. Und mich beeindruckt wirklich selten ein anderer Psychologe oder eine andere Psychologin, aber die hat mich echt total beeindruckt. Die war so tough, die wurde total gegrillt von der gegnerischen Anwältin und die hat so cool ausgesagt, da waren so viele Sachen drin, die ich auf dem Punkt auch noch nicht gehört habe, und das wollte ich euch einfach mal erzählen. Jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, erstmal weiß man natürlich nicht, was da rauskommt. Das ist ein Verleumdungsprozess, ein Schadensersatzprozess. Das Rechtssystem ist in den USA ein bisschen anders und alles, was ich jetzt sage oder mutmaße, ja, steht natürlich noch aus, wie die Geschworenen das sehen, kann das Entschuldigung, rechtskräftig verurteilt. Und es sind natürlich alles Mutmaßungen an diesem Punkt, ne? Diese klinische Psychologin ist vom Johnny Depp Anwaltsteam, von der Seite halt vorgeschlagen worden, ist natürlich trotzdem, muss sie natürlich ordentlich arbeiten und ist sozusagen, kann sich dann natürlich jetzt nicht da irgendwas ausdenken. Also ich verlinke das Video ja auch mal hier drunter, wo sie aussagt, aber nur, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt und vielleicht auch eure eigene Meinung dazu machen könnt. Und natürlich könnte es da Versuche geben, von der Emma Heard, sich auf eine bestimmte Weise darzustellen. Wie könnte das sein? Für sie wäre es natürlich, dass sie sagt, hier, da hat häusliche Gewalt stattgefunden, wäre es natürlich gut in Anführungsstrichen, wenn eine PTSD, also eine psychotraumatologische Belastungsstörung da diagnostiziert wird, dass sie sagen kann, guck mal, die Gewalt hat stattgefunden und jetzt habe ich so eine Trauma-Folgestörung quasi so, ne, um das irgendwie logisch zu machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, sie ist diagnostiziert worden und in Amerika ist ja auch DSM-5, hoffe, das ist jetzt heute nicht alles zu speziell, aber vielleicht interessiert sich auch mal. Und sie ist diagnostiziert worden mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Also, dass man das so beides gemeinsam diagnostiziert kriegt, fand ich auch bemerkenswert. Geht natürlich, wird, glaube ich, häufig nicht gemacht, weil, ich sag mal, Histrionie ist, sag ich mal, so ein bisschen so die kleine Schwester von Borderline. Klar, zu eigene Aspekte, aber wie alle, mein Gott, Cluster B-Störung, im DSM-5, da gibt es viele Überschnitte, weswegen ja auch jetzt dieser ICD-11 kommt in den nächsten Jahren, da habe ich auch Videos zu gemacht und diese Diagnosen dann auch wegfallen werden zugunsten anderer Diagnosen, aber das würde jetzt zu weit führen, das alles zu besprechen. Auf jeden Fall hat sie diese beiden Diagnosen bekommen, dann wurde sie auch gefragt, kann es nicht sein, dass sie das nach dieser häuslichen Gewalt bekommen hat, und hat sie gesagt, nein, das ist wissenschaftlich so nicht darstellbar. Das sind Sachen, ja, die haben, hat es auch sehr betont, so eine genetische Komponente, sie hat gesagt, genetisch-neurologische Komponente können sie haben, natürlich können sie auch haben sie auch eine Umweltanteil, ne, was man in der Kindheit erlebt, sie hat es aber so formuliert, natürlich kann die Umwelt bestimmte Gene
Also epigenetisch anschalten oder auch nicht. Also hört man auch selten, dass, was man nicht wissen will, dass eben auch viel genetisch ist. Aber genetisch heißt übrigens nicht, dass man nichts da machen könnte mit Psychotherapie oder so. Ne? Das heißt es überhaupt nicht. Aber das heißt vielleicht, dass nicht immer nur die Eltern schuld sind. So, ne? Weil die geben ja auch ihre Gene einfach weiter. Und es ist ja wieder spirituell interessant mit Familienthemen, die man auflösen darf. Aber gut, das sparen wir uns heute mal in so einem eher wissenschaftlichen Video. Also, dass sie sagt, nee, das kann nicht sein. Und es gibt Menschen, die, das habe ich so deutlich auch noch nicht gehört, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, es gibt welche, die haben kein Kindheitstrauma und es gibt welche, die haben Kindheitstrauma. Das fand ich auch spannend, war da offensichtlich gut im Bilde. Und ja, und dann wurde sie halt gefragt, ja, aber wieso hat sie denn jetzt keine Traumafolgestörung? Und da hat sie gesagt, naja, das ist ja auch, ich meine, diese Psychologen, diese Diagnostik-Freaks, das ist schon eine coole Sache, die haben ja auch wirklich so Spezialtests. Und da sind natürlich auch, die Tests sind natürlich auch so designed, dass Leute, die so faken, dass die da auffliegen. Und wie macht man das da? In dem Fall gibt es halt so einen Symptomtest, der auch diese ganzen Details abfragt. Und da gibt es wohl 20 Symptomkomplexe. Und sie hat halt 19 angegeben und das ist wohl äußerst ungewöhnlich, weil selbst Leute, die komplett traumatisiert sind, so in der Regel scheinbar nur 10 oder 11 angeben, was schon sehr auffällig war. Und die können diese Symptome eben nicht so lebendig, bunt beschreiben, wie das jemand kann, der sie wirklich hat, irgendwie so, ne? Und ja, dass sie also zu dem Schluss gekommen, dass das gefaked ist und dass sie die Symptome ja schlimmer gemacht hat, als sie sind. Plus, es gibt ja auch offensichtlich da Informationsquellen, dass bestimmte Sachen, Verhaltensweisen, sie zeigt, dass die ja auch schon vor Johnny Depp sichtbar gewesen sind. Und ja, wo man dann auch sich fragt, warum sollen die jetzt dann speziell da erstanden sein, wenn die eigentlich vorher schon sichtbar waren. Also fand ich echt mega spannend, muss ich echt sagen. Und was heißt das jetzt? Also, ach so, was noch gesagt wurde, ist, da ging es ja darum, ja, wieder um die Frage, kann es nicht so sein, dass sie so geworden ist, weil Johnny Depp sie irgendwie geschlagen hat oder so, was er ja mehrfach unter Eid verneint hat. Und da haben die gesagt, naja, es gibt schon, also erstmal heißt das natürlich nicht, dass er jetzt überhaupt gar nichts gemacht hat, so. Es gibt nur die Frage, gibt es eine Traumafolgestörung, so. Also das heißt natürlich nicht, dass er nie irgendwas gemacht hat, was, ne? Aber dass es halt Forschung gibt, dass in Beziehungen mit Borderline-Cluster-B-Störungen, also ich glaube, sie hat speziell Borderline genannt, dass es da vermehrt zu Gewalt kommt, von beiden Seiten. Also sowohl als Empfänger von Gewalt, als auch jemand, der Gewalt ausübt, was für mich absolut nachvollziehbar ist. Man weiß ja manchmal gar nicht, was ist die Henne, was ist das Ei. Wie gesagt, aus meiner Sicht muss ja auch zu jemand, der eine Cluster-B-Störung hat, muss auch immer jemand dazukommen, wo Johnny Depp perfekt so passt, irgendwie so ein Rettertyp oder so jemand, der vielleicht ein bisschen co-abhängig ist, was auch überhaupt nichts mit Einkommen zu tun haben muss. Irgendwie, ne? Ich finde zum Beispiel Will Smith auch sehr co-abhängig, obwohl der steinreich ist und super erfolgreich ist. Also das hängt nicht immer damit zusammen. Ne? Also natürlich gibt es eine andere Seite und was ich auch schon mal im letzten Video gesagt habe, je länger so eine toxische Beziehung andauert, holt die aus beiden Menschen, sage ich mal, das Schlechteste raus. Das ist für beide eigentlich nicht gut. Ne? Ist also, glaube ich, für Amber Heard auch nicht gut. Und auch der Pluspol, wie ich das immer nenne, also in dem Fall Johnny Depp, ist in Gefahr, immer mehr selber in den Strudel zu kommen, ohne dass es ihre Schuld wäre. Ne? Also wenn Johnny Depp jetzt aus Frust über die Beziehung oder irgendwas anderes da seine Wohnung malträtiert, wobei das auch seine Mutter gerade gestorben, aber dann ist es natürlich seine Sache, dann kann ich jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt das Problem, das hat, weil meine Frau so ist, mache ich das so, ne? Nächster Punkt wäre, ja, wenn, da ist sie ja quasi krank, das hatten auch ein paar in die Kommentare geschrieben, ja, die arme Frau ist doch krank, sie kann ja nicht anders, wo ich immer, da finde ich, da behandeln wir in der Gesellschaft Männer und Frauen ungleichgewichtig an. Und wenn eine Frau Gewalt erfährt, wird keiner, also was ich mal vermute, was hier der Fall ist, ist ja auch auf dem Turmband gewesen, dass sie ihn geschlagen hat,
Also, wenn eine Frau Gewalt erfährt vom Mann, da wird keiner sagen, man konnte ja nicht anders, weil er, was weiß ich, Cluster B hat oder sonst was für Probleme, ne? Dann ist das Gewalt ist Gewalt irgendwie, ne? Und das muss für Frauen auch gelten. Das kann echt nicht sein, dass man dann sagt, ja, sie ist halt so und der Mann muss das einstecken, soll sich nicht so anstellen. Also da muss man schon, wenn wir schon hier so viel Gleichmacherei haben wollen, dann muss es auch in allen Bereichen sein, ne? Dann muss man auch einen Mann, was wir, finde ich, viel zu wenig tun, auch einen Mann zugestehen, dass er unter die Räder kommen kann. Und ja, on the receiving end missbräuchliche Beziehungen erfahren kann. Ne? Das muss dann auch möglich sein. Und das ist, glaube ich, manchmal für Männer, das mag ja sein, dass das viel weniger sind als Frauen, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber es ist für Männer, glaube ich, manchmal echt schwer, das zu dokumentieren, ohne dass sie wie eine Lusche rüberkommen oder dass ihnen keiner glaubt. Oder das, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, dass dann sofort gesagt wird, nein, Johnny Depp ist ein Narzisst, alle Männer sind Narzissten, Narzissten, Narzissten. Das ist genauso stumpf, wie zu sagen, alle Frauen sind Borderlinerin oder es ist einfach Quatsch irgendwie, ne? Also, aber ja, natürlich, das wurde auch gesagt, das fand ich auch noch sehr spannend. Natürlich, wenn sie das diagnostiziert hat, sollte sie da entsprechende, was es ja auch gibt, Therapie machen. Jetzt theoretisch, ob sie das macht oder nicht, weiß ich nicht. Und natürlich die Hilfe bekommen, die sie braucht. Nur das entbindet einen nicht davon, also solange man Filme machen kann und geschäftsfähig ist, was weiß ich, muss man halt für seine Taten einstehen. Ne? Und wenn ich jetzt eine Bank ausraube, kann ich auch nicht sagen, ja, ich habe aber Bankräuber, DSM-5-Störung oder so, oder mein Papa war schon Bankräuber. Das interessiert dann auch keinen. Ne? Also dann auch da, ja, muss Gleiches mit Gleichem gelten. Trotzdem sollte man natürlich immer mit Liebe auf alles drauf gucken, weil alles menschlich ist. Und wer weiß, vielleicht waren wir in anderen Zusammenhängen auch mal Täter oder bestimmt ist Johnny Depp, vielleicht ist er auch wahrscheinlich auch kein Engel, hat Drogen genommen, wie da im Entzug dann drauf gewesen ist, weiß man nicht, aber trotzdem wirkt es auf mich, das sind jetzt natürlich Mutmaßungen, wie eine typisch toxische Beziehung, wo der Mann im Pluspol ist und er in der Opferrolle und auch, was glaube ich nicht genug gesehen wird, so in der Öffentlichkeit, diese Sache mit Falschanschuldigungen und sobald wenn Frauen wütend sind auf Männer und vielleicht bestimmte Strukturen noch dazukommen. Klar, da kann es auch mal zu Gewalt kommen, aber vor allem kommt es zu Falschanschuldigungen, weil, ja, gut, das kann man jetzt drüber mutmaßen, warum auch nicht. Aber werden Männer wahrscheinlich tatsächlich eher, Anführungsstrichen, oder eher, na Gott, ich lasse den Satz mal weg, aber gut, ist auf jeden Fall, wenn man wirklich sauer ist auf einen Mann oder so Vernichtungsgefühl hat, bringen manchmal Falschanschuldigungen sicherlich mehr Wirkung, sag ich mal, als dass sie ihm da einmal eine runtergehauen hat. Obwohl, das ist auch für Männer extrem Überraschung, extrem kränkend und fühlt sich auch für Männer nicht gut an. Aber trotzdem, ich mal so schön sage, oh, ich habe echt irgendwie einmal wieder gejoggt und schon wieder Allergie und naja, egal. Es sollte man nicht vergessen, dass in jedem Körper lichte Seelen sitzen und wer weiß, was wir in früheren Leben für Rollen inne hatten. Also sollten wir da immer mit Liebe drauf gucken, aber auch mit Klarheit und dass er dafür sein Recht kämpft, wo wir noch nicht wissen, was da rauskommen wird, finde ich total gut und wirft auf mich auch, gerade für die Männer, könnte man für Frauen jetzt genauso gut das umdrehen, könnt ihr auch entsprechend umdrehen, aber ich sag's jetzt mal an die Männer, wirklich aufzupassen, wenn ihr in einer Beziehung seid mit jemand, der, soll ich mal sagen, ja, sehr instabil ist, sehr, ihr wisst schon, wie ich meine, und diese ganzen Sachen losgehen mit heiß und kalt und vielleicht schon erste kleine Falschanschuldigungen oder die Polizei wird angerufen und wird über den Kram erzählt. Das war doch übrigens auch, genau, das habe ich auch noch gesehen, die Aussage von einer Polizistin. Da hatte Amber Heard gesagt, ja, es hat häusliche Gewalt stattgefunden. Zwei Tage vorher waren die Polizisten da und die haben ausgesagt, dass sie nichts gesehen haben, dass sie völlig unverletzt gewirkt hat und auch in der Wohnung da keine Spuren in irgendeiner Weise zu sehen waren. Ja,
das ist vielleicht hart zu hören für manche. Das triggert, glaube ich, manche. Aber ja, man muss es sich auch mal so rum angucken. Ne? Aber wie gesagt, man sollte mit der Klarheit drauf gucken, aber auch so ein bisschen mit dem liebenden Auge. Aber wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er da recht kriegt. Und das wüsste ich auch, was ich Männern immer empfehlen würde, wenn die in sowas geraten, dass sie wirklich sich das nicht gefallen lassen, sondern für ihr Recht kämpfen. Ne? Ich meine, der hat natürlich auch die Mittel, ist klar. Weil auch wenn das in der Gesellschaft vielleicht manchmal nicht so gesehen wird, wie es wirklich ist, habe ich schon den Eindruck, dass staatliche Stellen, Staatsanwälte, Richter, auch in Deutschland ganz speziell, sehr guten Blick dafür haben. Also ich glaube, da muss man als Mann nicht Angst haben, dass man da irgendwie verniedlicht wird oder so. Also da, ich glaube, da gibt es ein Gewahrsein für. Und letzten Endes zählen natürlich da Fakten, weil natürlich auch Männer Falschaussagen machen können, ist ja klar. Oder Männer, die vielleicht total narzisstisch sind, versuchen, die Frauen irgendwas reinzutricksen. Aber wie gesagt, ich mache so viele Videos aus der Sicht der Frauen. Heute muss es mal so rum sein. Ja, wenn ihr mehr davon hören wollt, sagt mir gerne Bescheid. Guckt euch mal die Videos hier unten an. Und ich war echt beeindruckt von dieser Diagnostikerin. Also habe ich auch noch richtig was gelernt, muss ich wirklich sagen. Sehr cool. Wir sehen uns bald wieder.